Gut, gucken wir mal kurz hier oben bei den... Geh doch bitte hoch, Shepard, danke. Bei den Ausrüstungsgegenständen, bei Marco und in dem Container. Ich glaube, bei Marco werden wir nichts weiter feststellen. Nope. Sieht nicht danach aus. Aber... Wir gehen vor, ich folge Ihnen. Ja, genau. Aber in den Container werden wir sicherlich irgendwas finden zum Dechiffrieren oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht ist das ja mal wieder ein Quest, das wir hier aufdecken. Wer weiß schon. Ist uns nichts. Hoffen wir, dass in dem zweiten ein bisschen mehr ist. Auf jeden Fall gibt es ja schon mal seltsame Geräusche. Nein, nichts Besonderes. Okay, wir sehen uns wieder, wenn wir beim Horchposten sind. Der ist nämlich auf diesem Planeten. Es gibt doch noch mal vorher etwas, nämlich ein Medaillon. Einer der Minenarbeiter trug ein Medaillon des Salarianerordens bei sich. Wahrscheinlich hatte sie bei Minenarbeiten gefunden, aber mit Sicherheit lässt sich dies nicht feststellen. Haben wir hier in einem Safe gefunden, der im Boden vergraben war. Und zwar hier drüben vorhin waren wir hier. Und hier unten haben wir dann den Horchposten. Den wir genau jetzt erreichen, den Horchposten. Und dort vorne haben wir noch ein paar Gegner, wie es mir scheint. Ich sehe sie zwar noch nicht, aber doch jetzt. Rachni! Nein, sowas. Es sind Rachni. Gut, die lassen sich ja relativ leicht wegklatschen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Denke ich mal. Solange wir noch hier im Marco sitzen, können wir die sogar einfach umfahren. Theoretischerweise. Es sei denn, die schießen die mit Lasern? Nein. Das ist der Horchposten. Die verteidigen sich. Ich verstehe. Gut, vielleicht schauen wir mal beim Horchposten vorbei, denn soweit ich mich erinnern kann, können wir jetzt schon mit den Herren und Damen sprechen. Machen wir das doch mal. Insofern wir jedenfalls jemanden finden, der mit uns sprechen möchte. Jemand da? Ich? Na gut, dann schieß das mal. Gut. Können wir mal mitmachen. Oh, hi. Ich weiß, wir könnten uns in den Marco setzen und es damit machen. Aber das wäre ja voll untrue. Zumal es das jetzt auch schon war. Und jetzt können wir auch mit Lieutenant Durand reden. Das ist ja auch diejenige, die den Notruf abgesetzt hat. First Lieutenant Durand, Sir. Dritte Brigade. 14. Infanterieregiment. Und ich bin heilfroh, Sie zu sehen. Wir hörten, dass Sie Verstärkung brauchen können. Eigentlich würden wir viel lieber von hier verschwinden. Aber Ihr Schiff ist wohl nicht groß genug für uns alle. Sie haben uns vor einigen Monaten hier abgesetzt. Wir bekommen alle paar Wochen Vorräte. Bisher hat sich kein Bewohner sehen lassen, der gefährlicher als eine Flechte war. Gestern kamen diese Tiere plötzlich aus dem Boden. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Das ist alles, was von 90 Männern noch übrig ist. Und ich bin der ranghöchste Offizier. Wir haben ein Schiff im Orbit und könnten sie bombardieren. Das würde nichts bringen, da sie sich tief unter dem Boden bewegen. Sie kommen nur an die Oberfläche, wenn sie direkt unter uns sind. Wenn sie bombardieren, schalten sie uns auch aus. Warum sind sie überhaupt hier? Es hat in diesem Cluster viele Piratenaktivitäten gegeben. Wir haben eine Reihe Horchposten im hiesigen System platziert, falls sie irgendwo eine Basis haben. Das sind keine Tiere, das ist eine empfindsame Spezies. Sind sie geschichtlich bewandert? Man nennt sie Rachni. Nie von denen gehört. Ist mir auch egal. Das, wogegen wir eben gekämpft haben, war nur ein Test. Unsere seismischen Sensoren empfangen noch viele mehr, die auf dem Weg zur Oberfläche sind. Wir haben noch maximal 5 Minuten. In Bestform hätten wir sie vielleicht aufhalten können. Aber Sie sehen ja, wie es hier nach all den Kämpfen aussieht. Tun Sie, was Sie können, um die Position zu sichern. Wir werden versuchen, einige Verteidigungsanlagen instand zu setzen. Zu Befehl, Commander. Sie haben den Mann gehört. Schnappt euch so viele Magazine und Granaten wie möglich. Geht pissen und trinkt was, solange ihr könnt. Und wenn jemand rauchen will, dann soll er das jetzt tun. Okay, Rachni-Schwärm nähert sich. Was ist genau sollen wir denn jetzt tun? Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche neuen Ziele haben. Eigentlich nicht, ne? Das ist ja alles bloß Zeug, was wir schon erkundet haben. Gut, ja, ach hier, nehmen wir doch das. Vielleicht können wir einfach mal diese Geschütztürme zum Laufen bringen, die uns schon so schön anlächeln. Geht das eventuell? Nee, zumindest nicht hier. Dann schauen wir doch mal ganz kurz in den Containern nach. Irgendwo muss es ja gehen. Wir haben aber auch nichts weiter außer irgendwelchen Medigel-Vorräten. Das bringt uns nichts. Vielleicht hier am Generator? Ah, das sieht schon besser aus. Der Generator wurde von Rachni-Klauen zerfetzt. Die Verteidigungsgeschütze sind funktionsuntüchtig.
Das könnte die Geschütze... Man könnte die Geschütze über den Motor des Markus antreiben. Aber dann kann der Marco selbst nicht mehr fahren oder seine eigenen Waffen abfeuern. Machen wir trotzdem dran gebunden und damit sollte es jetzt gehen, schätze ich mal. Marco eingeschaltet lassen. Okay, wir bleiben erstmal dran. Wirklich keine Ahnung, inwiefern das jetzt hilfreich ist. Okay, das scheint hilfreich zu sein. Und wir schauen uns dabei mal ein bisschen um, sammeln ihr Zeug ein. Lasst uns mal raus, bitte. So. Die Questions. Wie kommen wir jetzt wieder weg? Sind wir jetzt hier gefangen? Nein, ich weiß nicht, was genau jetzt unsere Aufgabe ist, ehrlich gesagt. Denn das kann ja jetzt nicht die Lösung sein. Dass wir hier einfach unseren Marco dranhängen und selbst nicht mehr nach Hause kommen. So, ein bisschen ballern können wir ja immer machen. Denn das ist ja soweit kein Problem. Das ist ja bloß so ein bisschen Zielübung. Sozusagen, ne? Huch, der kam aber nah. Dann würde ich sagen, werfen wir mal die Welle ab und danach schauen wir mal, ob wir mit Lieutenant Durand irgendwas reden können. Bezüglich der Verteidigungsanlagen. So, wunderbar. Pause. Ich sagte Pause. Ach. Pause sage, ist Pause. So, jetzt aber. Wir halten durch. Mhm. Sonst noch irgendwas? Es bleibt nicht mehr viel Zeit, Commander. Wie geht es mit den Reparaturen voran? Ja, die Anlagen laufen, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Haben wir hier irgendwie Aufträge? Hochposten Alpha, schauen wir mal rein. Begeben Sie sich zum Erstbus-System. Da sind wir schon. Wir sind schon da und haben schon untersucht. Die Anzeige ist irgendwie etwas unaktuell. Okay, können wir vielleicht noch irgendwas anderes an dem Generator machen? Ich muss doch noch irgendeine andere Option geben. So, ne, wir können das ausschalten oder eingeschaltet lassen. Das bringt es nicht so wirklich. Dann schalten wir ihn wieder aus. Und ansonsten, ja. Ja, ich weiß nicht, wie wir hier den Herren und Damen helfen können. Ich würde sagen, ich lasse euch dann mal kurz wieder raus aus dem Spiel. Sobald ich eine Lösung habe, seid ihr wieder dabei. Heilige Scheiße, Sir. Das war eine enge Kiste. Ist alles in Ordnung? Okay, offenbar mussten wir bloß zwei Wellen abhalten. Ich weiß es nicht. Aber passt ja. Kümmern Sie sich nicht um mich. Ist bei Ihnen alles okay? Ich bin noch auf den Beinen. Aber wir kämpfen jetzt seit 26 Stunden. Keiner von uns hält noch lange durch. Da wäre noch eine Sache, die Sie wissen sollten. Einer unserer Horchposten ist seit 3 Tagen nicht mehr erreichbar. Ich weiß nicht, ob es bloß Zufall, ein Piratenüberfall oder sonst was ist. Aber wenn Sie sich darum kümmern wollen... Wir kümmern uns darum. Ich weiß nicht, warum die Rachni hier ihr Unwesen treiben, aber ich werde es herausfinden. Ma'am, wir erhalten ein Signal von einer der Drohnen, die den Boden scannen. Da ist ein großer Hohlraum, etwa 500 Meter unter der Oberfläche. Gut, das muss es sein. Von dort muss es ausgehen. Aber meine Leute können in diesem Zustand keine Säuberungsoperation auf die Beine stellen. Sagen Sie uns einfach, wo wir lang müssen. Das müssen Sie nicht tun, Commander. Wir haben Sie ausgeblutet und halten bestimmt noch eine Weile aus, bis uns ein größeres Schiff von hier abholt. Wenn Sie es versuchen wollen, gebe ich Ihnen die Koordinaten. Aber es ist Ihre Entscheidung. Sie haben unseren Arsch gerettet, Commander. Danke. Machen wir. Und vielleicht sind wir ja auch daran schuld, dass die Rachni hier überhaupt sind. Denn wir haben die Rachni-Königin entkommen lassen. Die Frage ist, erstens, ist das überhaupt die Rachni-Königin? Ist die überhaupt hier dran schuld? Denn sie wollte ja eigentlich nicht mehr handeln. Und die zweite Frage ist, ist das hier unser Punkt? Die von Rachni besetzte Mine? Klingt bald so. In jedem Fall brauchen wir jetzt unseren Marco wieder. Das heißt, ihr müsst wieder euren Posten hier alleine halten. Tut mir leid, ist aber so. Aber es scheint ja jetzt gerade auch keine neue Welle zu kommen. Den Marco nehmen wir wieder an uns. Vielleicht können wir mal ein Medigel nehmen. Tali sieht ja nicht so gut aus. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier, ihr kleinen Frösche. Also nicht ihr, sondern ich meinte jetzt eigentlich die Leute hier, die den Punkt verteidigen. Aber ihr kleinen Frösche, mit euch sehe ich mich auch gleich wieder. Bis gleich. Quack, quack. Da bin ich wieder und wir sind hier am Eingang der Mine. Schauen mal kurz rein, was es denn hier so zu holen gibt.
und wie viele Rachni es hier zu töten gibt vor allem. Das ist ja die interessantere Frage bald. Natürlich auch die Frage, was machen die Rachni hier überhaupt? Sicher, sicher. Aber vorher öffnen wir natürlich hier noch die abgeschlossene Kiste mit der leichten Dechiffrierung. Wie niedlich. Ich habe jetzt beim Untersuchen der Planeten auch schon welche mit schwerer Dechiffrierung gehabt. Wenn man sich dann dran gewöhnt hat an das Spiel, dann ist selbst die schwere Dechiffrierung nicht mehr unbedingt so herausfordernd. Und das sieht mir auch schon nach einem ziemlichen Kampffeld aus hier, mit so vielen Deckungsmöglichkeiten. Ha! Ab geht's! So, Rachni im Anflug. Wir gehen in Deckung. Und halten einfach mal drauf, bis da nichts mehr zuckt. Okay, es waren erstmal nur die drei, wie mir scheint. Ha! Du kleine, dreckige. Okay, ich glaube, das war gerade ziemlich knapp. Kann es sein, dass ich gerade nicht mehr so bei viel Leben war? Ich habe gerade zufälligerweise auf F gedrückt und das Medikit verwendet, das Medigel. Aber ich glaube, mir ging es wirklich gerade nicht mehr gut, oder? Na gut, sollten wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger zu Werke gehen. Hier komme ich gar nicht durch, stelle ich gerade fest. Dann machen wir das erste Mal hier. Ich hätte gerne da drüben die Explosionszelle. Okay, das hat nicht funktioniert. Level up, das ist sehr gut. Ich will mal ganz kurz schauen, wie ich meine Punkte verteile. Was machen wir denn mal hier? Waffenschaden, Nahkampfschaden, Fitness mit Gesundheit. Ja, da können wir doch mal. Ach komm, wir machen erstmal den Soldaten voll. Was ich aber viel mehr will, ist bei den beiden. Achso, bei Itali geht das gar nicht. Aber bei Garrus auf jeden Fall. Die Elektronik will ich so schnell wie möglich ermöglichen. Denn es gibt auf einem Planeten eine Sonde, die ich immer noch nicht öffnen kann, weil ich dort Elektronik brauche. Das ist Elektronik-Talent. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber das will ich natürlich so bald wie möglich machen. Deswegen geht es mit Garrus jetzt also auf die Elektronikfähigkeit, nachdem das Dechiffrieren voll ist. Aber damit wollen wir uns jetzt gerade nicht beschäftigen, sondern jetzt ist erstmal Rachenklatschen angesagt. Na, ihr kleinen insektoiden Bastarde. Könntest du mal aufhören, hier an die Wand zu gehen? So, das hast du den. Du kannst mich nicht kriegen. Okay. Ist auch platt. Hier ist das Ding. Die Kiste wollte ich doch haben gerade. Usa. Gut, dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Aber solange uns Rachni entgegengesprungen kommen, sollten wir an der richtigen Stelle sein. Das war's auch für dich. So, hier drüben auch noch ein paar. Ist schön, dass die so kontrolliert kommen. Da kann man doch, wenn man behutsam vorgeht, relativ schön durch die Kämpfe kommen. Das ist dann doch relativ... Kommst du nicht an dem vorbei? Doch, jetzt. Relativ gemütlich, wollte ich sagen. So, die Kiste nehmen wir noch mit. Explorer und Striker. Und eine Ruhe ist ja langweilig. So, der ist ja schnell weggeräumt. Da muss man eben nur bei den Maulwurfzügeln aufpassen, dass man nicht zu schnell auf die drauf zugeht. Oder auf mehrere davon. Sondern, dass man eben ein bisschen abwartet. Wie sieht es denn um mein Leben aus gerade? Ist ja unglaublich. So, und zur Not haben wir auch noch diese Plasmazellen hier, die ich noch gar nicht benutzt habe. Können wir natürlich auch mal machen. So, und dann sind die drei hier auch Geschichte. Ich glaube, davon ist unser Weg. Ich glaube, davon müssen wir rein. Wie tief ist denn das Ganze hier? Ich glaube, so tief dürfte es nicht mehr gehen, denn auch diese Dungeons sind doch vom Grundaufbau her immer relativ gleich. Ja, das dachte ich mir, dass er jetzt kommt. Gibt es auch immer wieder mit demselben Grundaufbau. Das ist eben mit den Häusern, die ja auch den. Ah, hallo! Machen die Brutkrieger, die ja auch denselben grundsätzlichen Aufbau immer haben. Was ist denn mit mir? Ich bin in Stase. Okay. Ich kann nichts mehr tun. Das ist natürlich irgendwie. Sich das Spiel aufgehängt? Das wäre blöd.
Sobald ich weiß, was los ist, seid ihr wieder dabei? Ja. Bis gleich.